Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play SimCity. Ich habe so lange auf dieses Spiel gewartet, ne? Jetzt habe ich es endlich und es ist so geil, es macht so Bock. Ey, ernsthaft jetzt? Gut, Leute, das ist heute Part 0. Das heißt, ich werde so ein bisschen meine Gegend vorstellen und mal ein bisschen auf meine wirtschaftlichen Probleme eingehen. Ich zeige euch erstmal kurz meine Gegend. In Part 1 werden wir dann mit einer neuen Stadt anfangen. Ich habe auch schon ein paar Mitspieler. Heute sollten noch zwei dazustoßen. Wenn ihr noch mitspielen wollt, dann schreibt mir einfach eine private Nachricht auf YouTube, wie ihr bei Origin heißt. Dann adde ich euch und dann füge ich euch der Stadt hinzu, der Region. Wir haben auch schon alles, wir haben alle Rathäuser und so. Fangen wir erstmal mit meiner Großstadt an. So, und da gehen wir auch schon in die Stadt jetzt rein. Ich habe ein paar Probleme in meiner Stadt. Ich werde gleich zu dem hier kommen. Manche werden wahrscheinlich schon sehen, was das für ein Problem ist. Wie man sieht, mache ich jetzt gerade wieder Gewinn. Zum Glück auch. Die Uni kostet mir zu viel. Ich musste die schon wieder schließen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und die Krankenwagen kommen zu Hilfe. Sehr schön. Ich habe schon ein paar Krankenwagen zugeteilt, weil ich gesundheitliche Probleme habe. Feuerwehr genauso und Polizei auch. Strom ist komplett ausgelastet. Hier kann ich noch was anbauen. Ich gebe mal auf mein erstes Problem ein und das ist wirklich sehr ärgerlich. Manche Leute werden sicherlich sich jetzt fragen, was hat der denn da angestellt? Ich habe ein Atomkraftwerk aufgestellt. Hier ungefähr. Ja, und das ist explodiert. Ich dachte, weißt du, ich baue das Atomkraftwerk auf und dann steht da so, Sicherheit der Arbeiter. Sicher, ne? Und ich denke mir so, okay. Können wir bauen, ne? Lassen wir, machen wir an. Auf einmal steht da so ganz fett, Kernschmelze steht unmittelbar vor und ich denke mir nur so, scheiße. Strahlungskarte. Wie man sieht, ist hier noch schön verstrahlt. Hier ist total verstrahlt. Hier so ein bisschen und die Leute, die hier wohnen, werden natürlich ständig durch die scheiß Strahlenkrankheiten krank, ne? Ist ja klar. Das hier ist der Busbahnhof. Der ist in Ordnung, aber ich habe noch eine Straßenbahn gebaut. Warte. Zeig mal hier, so hier, wie ist die Straßenbahn? Die habe ich geschlossen, weil die zu viel kostet momentan und weil ich keine Verkehrsprobleme im großen Sinne habe, wie man sieht. Zum Glück auch wieder. Strom ist in Ordnung, ich schau mal. Ja, null, ich kaufe ja noch Strom ein. Reicht für die Stadt zum Glück. So, hier haben wir noch ein zweites Windkraftwerk und die Polizeikräfte kommen jetzt auch zur Hilfe, weil ich wieder irgendwo Kriminalität habe. So. Veranstaltung habe ich auch. Ich würde mal sagen, ich mache mal kurz eine. Motocross ist immer sehr beliebt. Gut, die wird dann. Für wann ist denn die angesetzt? Für morgen, okay. So, genau. Dann mein nächstes Problem ist mit den Bürgern, ne? Also mit den Bürgern. Und die Leute regen sich ja ständig auf wegen der radioaktiven Strahlung. Hier gibt es so viele Keime. Ich denke, das kommt von der radioaktiven Strahlung. Kann ich mir zumindest gut vorstellen, weil ich habe 7 Tote pro Tag. Ich hatte mal 20 Tote pro Tag. Hat sich schon verringert. Yay! Geht die Strahlung zurück? Ist jetzt nochmal meine Frage vorher. Weil ich, soweit ich gesehen habe, ich habe hier meine Kläranlage und meine Müllheide und alles hier an diesen Fleck, ne? Jetzt ist meine Frage, geht die Strahlung wieder weg? Weil, ich meine, die geht weg. Also, ich gehe mal kurz auf die Umweltverschmutzung. Warte mal. Grundwasserkarte, genau. Weil erst war ich hier im Braun. Hier, verschmutztes Wasser hatte ich dann erst. Ist jetzt irgendwie weggegangen. Kann aber auch daran liegen, keine Ahnung, weil ich die Kläranlage versetzt hatte. Und dann habe ich nochmal erst gepumpt. Dann war der erst hier so halb verschmutzt und jetzt ist er nicht mehr verschmutzt. Ich hoffe, das geht mit der Zeit weg, weil das wäre nämlich gut. Ich habe mein gelesen zu haben nach 20 Jahren. Ich bin jetzt im Jahr 9 und ich habe im Jahr 5 die Katastrophe gehabt. Gut, mein nächstes Problem, ich habe zu viele, warte mal, hier sind die verlassenen Häuser von der Radioaktivität nur. Ich habe zu viele Geschäftsgebäude und zu wenig Arbeiter. Wie kann man das beheben? Also ich schätze mal einfach, wenn ich jetzt in meiner Nachbarstadt hingehe, da hinten, wo ist sie, da hinten, hier, und da nochmal ein paar, ach cool, die Häuser haben sich entwickelt, okay, das ist natürlich interessant. Und wenn ich ja einfach noch mal ein paar Wohngebiete ausweise, dass dann die Leute mit der Zeit hier hingehen. Ich glaube, da pendeln die, ne? Wäre nämlich gut, dann könnte ich das nämlich machen. Wie ist das mit dem Atomkraftwerk? Also wenn ich jetzt noch mal eins bauen würde und die Universität dann am Laufen habe und die Leute dann da sicher arbeiten,
Meinst du, das lohnt sich überhaupt noch dann mit den Atomkraftwerken oder sind die Leute dann nur noch angepisst? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, ein Atomkraftwerk jetzt zu bauen. Ich habe ein Monument gebaut. Das Washington Monument. Und momentan kriege ich irgendwie keine Touristen mehr rein. Keine Ahnung. Ich habe gestern den schiefen Turm von Pisa hier hingestellt. Hatte voll viele Touristen, der richtig übelsten Gewinn. Und dann auf einmal kam so die scheiß hässliche Müllmonster, ne? Hat einfach, ja, hier, ungefähr hier an dieser Stelle, hier stand der Turm, kam das Müllmonster, ist in dem schiefen Turm von Pisa drin gespawnt, ja. Sofort umgefallen das Teil, habe ich 2 Minuten gehabt, war schon geil, 280.000 ausgegeben und 2 Minuten später ist es kaputt. Echt nett gewesen. Ich habe mich so aufgeregt, ne? Aber ernsthaft, ich brauche Touristen. Warum kriege ich keine Touristen auf einmal mehr? Weil gestern ging es noch. Gestern Abend. Also da war schon lange nach der Atomkatastrophe, ne? Hier waren dann auch Touristen. Ach guck mal, jetzt kommen hier ein paar Touristen an. 120 heute. Geht ja. Aber die Leute sind alle krank. Okay, was ist hier los? Die wollen was mit Müll. Unsere Mehrheit ist halb voll. Es ist vielleicht an der Zeit, eine weitere Heilung zu verfügen. Nein, danke. Ich baue das erst aus, wenn es wirklich ernst wird. Die Uni habe ich jetzt. Ich zeig mal kurz hier eine Technik-Uni und hier noch so eine Medizin-Uni. Dann habe ich noch hier 3 von diesen Häusern dran. Die habe ich schon ausgemacht, um ein bisschen Geld zu sparen, weil die brauchen minus 500 pro Stunde. Und ich glaube, die Uni braucht insgesamt jetzt über 5.000, 4.000, irgendwie sowas. Hier werden Mitarbeiter gebraucht. Das werde ich dann gleich beheben, indem ich in meiner Nachbarstadt mal eben kurz hingehe und sage, ja, hier, komm, zieht mal wieder ein und dann geht mal ab in meine Nachbarstadt nach Dingensbumsen. Genau, Dingensbumsen. Hier ist eine verlassene Stadt, glaube ich. Genau. Ja, genau. Ich wollte euch noch kurz was zeigen. Also, ich möchte jetzt gerne euch zeigen, welche Region wir dann spielen können. Also, welche Stadt wir nehmen können. Das ist eure Entscheidung. Was soll man nehmen? Hier, guck mal, hier haben wir, was haben wir hier? Viel Wasser natürlich. Zum Glück auch. Hier haben wir Erze. Hier haben wir Kohle und wir haben eine Bahnanbindung und wir haben Versand. Was haben wir hier? Hier haben wir viel. Oh, hier haben wir wirklich viel Kohle und Eisen. Erze. Ja, so in die Richtung Wasser haben wir hier und weniger Wind. Okay. Was haben wir hier? Okay. Hier haben wir Öl. Das ist schön. Und hier. Ihr könnt ja dann nachher einfach schreiben, welche Stadt ich nehme. Doch, hier hast du gar nichts. Also ist die Stadt quasi gut zum. Was habe ich eigentlich bei meiner? Ach, kann ich gar nicht mehr einsehen. Ach Gott. Na egal. Schaut nachher so nach. Hier haben wir auch wieder Erz und bla. Okay. Öl wäre natürlich was Nices, ne? Das müsst ihr aber entscheiden. Komm, oh, hier haben wir viel Öl. Guck mal. Ist auch ein schönes, flaches Land, weißt du? Wenn ihr wollt, dann schreibt einfach nachher mal den Stadtnamen da rein. Solange die Stadt noch nicht beansprucht ist, ne? Hier mit Öl wäre natürlich nice, sonst würde ich die hier nehmen. Dann bin ich auch, habe ich auch direkt wieder Nachbarstädte. So, okay, dann gehen wir nochmal in meine Nachbarstadt rein. Und dann weise ich da mal eben schnell die Wohngebiete aus. Wichtig ist, soweit ich jetzt weiß, wenn du in deiner Stadt einziehst, bau immer nur mit Hauptstraßen. Das hat mir nämlich in meiner alten Stadt ein bisschen Pech gebracht. Und Besucher aus, okay. Da, zu warte mal. Einkaufen zu den Läden der Stadt. Ja, genau, weil ich jetzt schon keine Läden mehr in der Stadt habe oder was. International Flughafen freigeschaltet. Sehr schön. Hauptstraße mit hoher Dichte. Dann würde ich sagen, na, hier ist ein bisschen ungünstig, weil hier steht direkt die Pumpstation. Das verringert dann immer so ein bisschen den Wert der Gegend. Deswegen baue ich hier dann, denke ich mal, dann bauen wir dahin, genau, ja, so ein Geschäftsviertel. Mich würde auch interessieren, wenn ihr denn die Region ausgesucht habt, wo wir zocken sollen, wo ich die Stadt bauen soll, ob ich dann, was? Oh, jetzt kommen die Betrüger aus meiner Stadt. Ist ja nicht mein Problem. Klingt voll mies eigentlich, Betrüger lokalisieren lokale Städte. Oh, die sind so teuer, diese Hauptstraßen, ne? Boah, ey, guck mal, kein Geld mehr. Scheiße. Alarmbesucher gehen. Achso, die gehen in meine Nachbarstadt jetzt. Ja! Ja, da muss auch dringend Besucher hin.
Zum Glück auch. Okay. Gewinne sogar einen. Das ist natürlich nice. So. Guckst du hier, dann haben wir wieder ein paar Bewohner und dann müssen wir. Und meine Frage ist, lohnt sich das überhaupt, die ganze Stadt nur Wohngebiete zu machen, damit die in die anderen Städte ja, reisen? Oder ist das nicht so gut, wenn ich das mache? Habe ich nie gemacht. Ah, hier wollte ich irgendwas bestimmt hinbauen oder habe irgendwas hingebaut und abgerissen. Hier habe ich noch einen Flughafen, der ist momentan natürlich nicht in Betrieb, der lohnt noch nicht. Ich würde sagen, wenn wir dann mit Part 1 anfangen, dann geht es richtig ab. Guck mal. Geld geht aber eigentlich ganz schnell, ne? Ich mag es, wenn eine Stadt Plus macht. Ja, das kann ich von meiner anderen Stadt nicht so behaupten. Da hatte ich ja teilweise Zeiten, besonders nachdem das Atomkraftwerk hochgegangen ist, ne? Auf einmal Krankenhäuser vor. Aber sofort, von wegen, die nehmen beim. Von wegen auf meiner Nachbarstadt nehmen sie hier Müll ab, weißt du? Ich komme schon kaum da, selbst mit dem Müll klar. Aber okay. Ey, genau, ich habe ja schon gesagt, wenn ihr mitspielen wollt, dann schreibt mich einfach mal auf YouTube privat an und dann adde ich euch so. Genau. Mach mal noch ein paar Gebäude hin. Wichtig ist, soweit ich weiß, auch Parks aufzubauen. Ihr könnt mir natürlich auch gerne noch Tipps geben, ne? Also, ich spiele noch nicht lang genug, um jetzt zu sagen zu können. Warte mal. Wie können wir das gut platzieren? Hier würde ich sagen. Am besten immer nur ein Haus abreißen, wenn möglich. Ist halt günstiger. Weil da gibt es mehr Einwohner und mehr Platz. Zack, hier noch ein Park hin. Dann entwickeln die sich auch irgendwann weiter und das ist das Schöne daran. Ich mache jetzt für die zweite Schicht, ne? Also für genau, zweite Einkommensklasse. Und ich glaube, für die dritte ist auch ganz wichtig, wenn ich jetzt auf Regionalskarte gehe und dann hier hingehe, dann steht, glaube ich, statt irgendwas dabei. Warte mal hier, Arbeiter. Was brauchen Sie denn? Berater für Arbeiter. Wie viel pendeln denn pro Tag rüber? Steht ja auch bei. Hier, 59 Berufspendler und wie viel gehen von meiner Stadt rein? 73, okay. Und hier gehen halt 61 rüber in die nächste Stadt, ne? Von dem RCT-Player, der, glaube ich, der erste war, der in die Stadt gekommen ist, in die Region. Was haben wir denn hier? Arbeiterkarte, untere Einkommensschicht. Okay, wie man sieht, ist das hier hinten ziemlich hoch. Und natürlich, weil meine Stadt auch viel mit oberer Einkommensschicht arbeitet, wie man sieht. Offene Stellen, alleine da. 1000 offene Stellen. Boah. Schon heftig. Hier haben wir Arbeitslose, mittlere Einkommensschicht, Arbeitsplätze gesamt. Warum haben wir eigentlich Arbeitslose? Also mittlere Einkommensschicht scheint gut zu laufen, aber obere Einkommensschicht fehlen mir die Leute. Dann haben wir noch die Ladenbesucher. Die kommen von hier rüber. Das sind 26, das geht. Das sind dann halt, denke ich mal, auch so Leute der mittleren und unteren Einkommensschicht, die nicht mehr genug Möglichkeiten haben in der Stadt. Ja, dann werde ich die Stadt, denke ich mal, weiter ausbauen. So, und dann ansonsten zeige ich euch noch mal kurz hier eine Stadt, da wir noch eine gute Minute Zeit haben. Und ich würde sagen, Leute, wenn ihr noch mal zurückspult, dann auf die Regionskarte guckt und dann könnt ihr so persönlich so aussuchen, welche Stadt ich denn nehmen soll und so. Oh, guck mal hier, der zwei Golden Gate Bridges. Zumindest sehen die voll so aus. Das ist natürlich sehr cool. Kann mir einer sagen, wenn man die baut? Ich denke mal, wenn man einfach eine Brücke über einen Fluss zieht, oder? Dann kommt die automatisch. Ich weiß es nicht. Was sagt der denn hier? Es sieht gut aus. Ich war gerade für ein größeres Haus. Das ist gut, mein Freund. Und guck mal hier, kommen viele. Was sind das für Leute? Ach, das sind Bauwagen, okay. Guck mal, der hat hier auch noch einen Dom. Jeder macht irgendwie Messegelände. Grund schlecht ausgebildete Mitarbeiter. Das ist natürlich schade. Aber das ist normal, weil Industrie ist leider sehr anspruchsvoll, soweit ich weiß. Guck mal, da hat er auch schon Hochhäuser hier. Das ist, glaube ich, für die dritte Einkommensschicht. Ja. Gut, Leute, dann würde ich sagen, mal in dieser Stelle Feierabend. Und ich freue mich schon, das Let's Play richtig zu beginnen. Das war jetzt nur eine kleine Vorstellung. Guck mal, der hat sogar schon zwei. Hier will schon zwei Ansehwürdigkeiten. Ach, hier will schon, was ich meine. Gut, Leute, dann würde ich sagen, dann mal hier Feierabend und ich freue mich schon auf das Let's Play. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ne? Haut rein, Leute, und ciao.